In diesem Video geht es um die 2D-Deckenbemessung in Revit. Das ist ja unser Subsystem. Im letzten Video haben wir hier den Unterzug bemessen und nun wollen wir weitermachen mit der Decke. Dafür gibt es hier den Knopf bei der Sophistic, der heißt Platte. Wir haben nur eine Decke, deswegen findet er sie auch sofort. Wir bekommen diese schematische Übersicht der zu bemessenden Decke. Ich kann hier eine Positionsbezeichnung geben, zum Beispiel DEG. Wir sehen auch hier Subsystem Decke EG, also die Berechnung oder die Bemessung wird durchgeführt mit der Berechnung eben aus dem Subsystem. Das ist ja genau, was wir haben wollen. Das ist richtig. Dann sehen wir hier Umfang der Ausgabe. Das ist vielleicht ganz interessant. Hier steht Standard. Ich gehe einmal hier nochmal raus und gehe mit Ihnen gemeinsam in die Projekteinstellungen, weil hier gibt es die Möglichkeit, den Inhalt der Ergebnisausgabe zu verändern. Wir sehen Stützen, Durchaufträge und hier taucht eben genau die Standardausgabe für Platten auf. Könnten wir jetzt kopieren, ändern, damit wir das nicht überschreiben. Ich ändere es einfach aber mal. Und hier sieht man eben, dass man zum Beispiel sagen kann, bei den Bemessungsparametern möchte ich im Ergebnisausdruck nur die Tabelle haben oder wenn ich hier den nächsten Knopf wähle, würde ich eine Grafik bekommen mit Durchmessern der vorhandenen Bewehrung oder wenn ich den Knopf drücke, eben entsprechend drei Grafiken. Das kann man hier sehr schön einstellen und dann eben abspeichern. Und hier für die grafischen Einstellungen, also was für eine Grafik man bekommt, das ist auch ganz interessant. Hier sehen wir zum Beispiel, soll das Ganze als Höhenflächen, Höhenlinien dargestellt werden? Sollen die Ergebnisse für Haupt- und Querrichtung getrennt oder zusammen dargestellt werden? Ich hätte gerne eine Darstellung der Ergebnisse für Haupt- und Querrichtung zusammen in einer Grafik und das Ganze als Text, als AS-Werte. Das soll jetzt mein neuer Standard sein, das bestätige ich. Gehen wir also nochmal jetzt in die Platte rein. Die hatte ich ja eben abgebrochen, also Decke EG. Jetzt haben wir den Standard entsprechend eingestellt. Die Kombinationen werden automatisch gebildet oder Sie können die auch selber definieren. Hier können Angaben zu Biege- und Schubbemessung gemacht werden. Wir sehen die Randabstände für die obere Bewehrung, Haupt und Quer, für die untere Bewehrung ebenfalls Haupt und Quer. Wie soll Durchstanzen betrachtet werden? Soll es nur geprüft werden oder soll die Bewehrung entsprechend erhöht werden? Maximal Bewehrungsgrad kann hier eingestellt werden. Die Rissbreite, wie soll die nachgewiesen werden? Zunächst mal in welcher Kombination? Also GZG quasi ständig ist sicherlich sinnvoll. Hier haben wir wieder den WK-Wert 0,4 mm eingestellt. Die Durchmesser für die GZG-Betrachtung, Durchmesser 10 sagen wir. Und dann die Durchbiegung, auch hier welche Lastkombination. Ja, GZG charakteristisch selten ist sicherlich ein richtiger Wert. Wir sind hier jetzt im Moment in der Sophistic App. Das ist ja die, sagen wir mal, abgespeckte Version im Vergleich zur großen Sophistic-Welt. Deswegen ist hier der Nachweis linear elastisch auch nur auswählbar und wir könnten über einen hier selber einzugebenden Skalierungsfaktor dann die Durchbiegung abschätzen für den gerissenen Zustand. Das geht hier mit der App, wie gesagt, nicht, würde mit der großen Sophistic-Version funktionieren. Die habe ich hier im Moment aber nicht eingeschaltet. Dann können wir das Ganze berechnen lassen. Da kommt die Berechnung. Hier im Design-Browser sehen wir auch, dass jetzt neben den Stützen und dem Unterzug auch eben diese Position der Decke auftaucht und wir können uns mit dem Ergebnisprotokoll befassen. Und hier gehen wir vielleicht mal direkt auf die Grafiken. Also das wäre die Textausgabe und hier die Grafikausgabe. Und da habe ich ja eben genau eingestellt, ich hätte gerne eben die AS-Werte für beide Richtungen in einer Grafik und
zwar als Text, also als AS-Werte. Hier sieht man die obere Bewährung. Ja, sieht man sehr schön, hier läuft ja der Unterzug. Das heißt, in dieser Richtung ist erwartungsgemäß Bewährung erforderlich oder für unten erforderlich AS unten. Ja, da sieht man auch recht schön, dass es eine zweiachsige Abtragung letzten Endes doch ist, obwohl hier Unterzüge in dieser Richtung verlaufen. Sieht also recht plausibel aus. Bemessungsfehler würden hier angezeigt, ist zum Glück nichts zu sehen, keine Bemessungsfehler vorhanden. Wunderbar. Das war's dann für dieses Video und damit auch für diese Videoserie. Wir haben ja das ganze System aufgebaut als 3D-System, haben uns mit der Anpassung des analytischen Modells befasst, haben Hauptsystem und Subsystem berechnet und last not least dann Stützen, Balken und Platten bemessen. Ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen.